Wie ihr vielleicht wisst, mache ich gerade eine Coaching-Ausbildung. Nicht, dass ich jetzt noch mir irgendwie noch weitere Zertifikate irgendwo hinhängen will, sondern viele Klienten haben mir gesagt, ich brauche mal Personal Story Coaching. Da habe ich gesagt, okay, aber da musst du ja eigentlich bei der Person anfangen. Wie ist die aufgestellt? Wo will die hin? Was ist die Vision? Was sind Blockaden? Was sind Glaubenssätze? Negative, positive? Wo kann es hingehen? Wo soll es hingehen? Wo darf es hingehen? Da fehlten mir eigentlich noch ein paar Tools. Und deswegen mache ich gerade eine Coaching-Business-Coach-Ausbildung bei der Dr. Bock Akademie. Und was mir da sehr gut gefällt, ist dieses Haltungsdreieck, und da geht es darum, dass wir oft in Stresssituationen entweder in unser Kinder-Ich oder ins Eltern-Ich abrutschen. Also Kinder-Ich ist so, nee, ich will aber, und Eltern-Ich so, du, das schaffst du sowieso nicht, vergiss es. Also dieses Erzieherische, das andere ist eher so dieses Trotzige. Und die Ursprünge davon, die kommen aus der Psychologie. Eric Byrne hat das beschrieben, Spiele der Erwachsenen. Und da hat er ganz viele verschiedene Spiele, wo Erwachsene bestimmte Spiele spielen, also typische Spiel, Lebensspiele, Alkoholiker, Schuldner, mach mich fertig, sieh, was du angerichtet hast, Zwickmühle, Gerichtssaal, überlastet, wenn du nicht wärst, ist es nicht schrecklich, warum nicht, ja, aber, mach den Sieger unter euch aus, also es gibt Ehespiele, Partyspiele, Sexspiele, Räuberspiele, Doktorspiele, gute Spiele und Lebensspiele, die zeigt der alles, glaube ich, sehr interessant für jeden, der auch mal so Teamdynamik verstehen will und der verstehen will, was waren eigentlich die Ursprünge von diesem sehr schlauen Haltungsdreieck mit Erwachsenen-Ich und Kinder-Ich und Eltern-Ich. Und das Beste ist natürlich, im Erwachsenen-Ich zu sein, denn wir sind ja erwachsen. Und wenn euch das interessiert, wie ihr authentisch kommuniziert und gleichzeitig aber auch innerhalb eurer Firma euch nicht mit eurer Story angreifbar macht, also nicht sagt, was euch dann auf der Hauptversammlung um die Ohren fliegt oder wo auch immer in der Presse, dann meldet euch gern bei mir in dem Link dort unten und klare Buchempfehlung, Eric Byrne, Spiele der Erwachsenen.